Es war einmal, vor vielen, vielen Jahren, zur Osterzeit, als sich vier Männer in einer alten Berghütte am Schöckl trafen. Sie spielten Karten, tranken, lachten und erzählten einander Geschichten. Einer von ihnen, man nannte ihn den Bergsteffel, berichtete von seinen Wanderungen durchs blühende Steirerland. Aber der schönste Berg weit und breit, sprach er, ist und bleibt der Schöckl. Plötzlich schraken die Männer auf. Ein unbekannter Jägersmann trat zur Tür herein. Und obwohl er allen ungeheuer war, bat ihn der Bergsteffel an den Tisch. Der Fremde hatte die letzte Bemerkung über den Schöckl gehört und meinte, er habe schon viel höhere und schönere Gebirge bewandert, aber noch nie jemand mit so viel Stolz über einen Berg reden hören. Sogleich schlug der Jägersmann eine Wette vor. »Ich kann dir deinen Schöckl in nur einem Tag dreimal höher machen, als er jetzt ist.« Als Einsatz schlug er vor, solle der Erste, welcher den neuen Schöckl besteigt, für immer mit ihm kommen. Obwohl ihm der Fremde unheimlich war, glaubte der Bergsteffel nicht daran, irgendeiner könne das schaffen, und schlug ein. Mit Blitz und Donnergrollen verschwand der Jäger, und der Bergsteffel musste erkennen, dass er mit dem leibhaftigen Teufel gewettet hatte. Der Teufel flog mit großen Schwüngen geradewegs übers Meer nach Afrika, wo er mit seiner schier endlosen Kraft einen riesigen Felsbrocken aus der Erde riss. Als der Teufel wieder über Graz war, ging die Sonne bereits auf und ein furchtbarer Ton drang an seine Ohren. Es waren die Glocken, die zur Osterprozession läuteten, und in diesem Moment verließen ihn seine Kräfte. Während er mit seiner Last in die Tiefe stürzte, erinnerte sich der Teufel daran, dass er am Ostersonntag keinerlei Macht über die Menschen hatte. Der riesige Felsen aber landete im Herzen von Graz und wurde weithin als Schlossberg bekannt.